Hallo, ihr Lieben. Ja, ich weiß, eure Flexibilität wird hier bei mir ganz schön auf die Probe gestellt. Ich bin es aber trotzdem. Und werfe heute wieder mal den Blick hinter die Kulissen. Was ist los beim Seelenpartner? Du schaust, ob das für dich sich stimmig anfühlt oder nicht. Ich denke, meistens ist es interessanter, bei sich selbst zu schauen, was kann ich verändern, was ist mein Prozess. Aber da ich mitbekomme, dass viele von euch sich wirklich reflektieren und auch, glaube ich, begriffen haben, warum dieser Seelenpartnerprozess ins Leben gekommen ist, werfen wir heute einfach nochmal einen Blick aufs Gegenüber. Und ich bitte die geistige Welt um Unterstützung und klare Sicht. Spirit, was ist los beim Seelenpartner? Womit ist er beschäftigt? Eine Überschrift bitte. Dankeschön. Oh. Die Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Ja, ich glaube, es hat eine lange Zeit gegeben, als ich sich wirklich von der Welt verlassen, verraten und verkauft gefühlt. Mit dieser Überschrift scheint er da gerade ein bisschen umzudenken und hat begriffen, dass dadurch, dass du an seiner Seite bist, er nicht mehr das Gefühl haben muss, dass er auf sich allein gestellt ist. Er hat aber auch begriffen, dass da Schutz von oben um ihn ist. Trotz alledem habe ich das Gefühl, er fühlt sich aber gerade ein bisschen einsam. Ja, wir gucken mal, wie er drauf ist. Gestern hatten wir ja eine kleine depressive Verstimmung seinerseits. Wir gucken einfach mal, ob sich da was getan hat. Jetzt ist er noch Portaltag heute. Spirit, der Herr Seelenpartner. Oh, kommt. Ho, 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 ho. Kommt mit Nachrichten auf dich zu und will sich öffnen. Er möchte dir irgendwas erzählen. Und zwar ohne, dass er seine Masken aufzieht. Ich glaube, er hat begriffen. Na, hier mit dieser Überschrift, dass diese Seelenpartnerschaft ihm dienlich war, sich zu öffnen für sich selbst, vielleicht auch nochmal an Dinge heranzugehen, die noch nicht bearbeitet waren, die ihn dazu bewogen haben, immer diese Masken anzuziehen. Ja, er wird auf jeden Fall oder denkt zumindest darüber nach, mit dir zu kommunizieren, in Kontakt zu treten. Was sagt denn sein Herz? Du. Oh. Sein Herz möchte endlich ein neues Kapitel aufschlagen im Leben und er denkt darüber nach, mit dir, ja, mit dir da was Rundes draus zu machen. Denn er hat vor, sich weiter zu bewegen. Einsam war lange genug. Er denkt tatsächlich auf Herzensebene über eine feste Verbindung nach mit dir, weil er unendlich Sehnsucht hat. Seine nächsten Schritte. Danke sehr. Vielleicht ist das Schiff ihm aber auch zu langsam und er kommt da plötzlich mit einer Überraschung auf dich zu. Steht für ein Treffen, für eine Einladung. Es könnte auch eine Karte sein, ne, die den Frühling irgendwo da als Zeitfaktor ins Spiel bringt. Der lädt dich ein und das für längere Zeit. Ja, der ist wirklich fast fertig mit seiner Lernaufgabe, hat eigentlich viel begriffen, viele Lösungen gefunden, um sich da aus seinem eigenen Käfig zu befreien. Und wie gesagt, da kann ganz rasant irgendetwas passieren, dadurch, dass er in sein Wachstum gekommen ist, haben wir endlich die Sonne im Leben. Ich glaube, er beginnt halt eben auch die positiven Dinge mehr wahrzunehmen als alles das, was schlecht war.
Und das verhilft ihm dann ebenfalls dazu, positive Dinge anzuziehen. Ja, er verankert sich mehr und mehr mit sich selbst und kommt dadurch in seine Klarheit. Er hat auch mittlerweile geschnallt, dass das Ganze göttlich geführt ist. Jetzt steinig mich nicht. Ich nehme noch mal dieses eine Deck, von dem ich gar nicht weiß, wie es heißt. Was ist los beim Seelenpartner Spirit? Was denkt er? Ja, der hat sich seit langer Zeit abgelenkt durch Arbeit. Ne, hat sich vielleicht mit Arbeit zugeballert, um sich seinen Gefühlen nicht so stellen zu müssen, weil das immer sehr schmerzhaft war, sage ich ja. Aber er merkt, dass sein Körper da nicht mehr mitmacht. Ja, und dadurch beginnt er im Prinzip umzudenken. Sein Herz sagt, dann muss ich schon wieder turnen. Sein Herz möchte eine Entscheidung fällen und ja, es kann tatsächlich auch sein, dass er irgendwas Vertragliches zurücklässt oder ändert in seinem Leben. Es kann jetzt für den einen oder anderen eine bestehende Partnerschaft sein, in der er noch lebt. Hier haben wir das Amtsgericht. Es kann aber auch was Berufliches sein. Da wird sich irgendetwas ändern und dadurch, dass sich da etwas ändert, macht er sich auf die Reise zu sich selbst. Sehr wertvoll. Seine nächsten Schritte in Bezug auf dich. Ja, die Verlustängste, die lässt, da haben wir auch die Nachrichten, irgendwas wird passieren. Ich bin ja glücklich, dass die Drei-Monats-Karte nicht gefallen ist. Also irgendetwas geht in den Verlust, also irgendetwas verändert sich in seinem Leben. Es kann sein, dass er, ne, nicht mehr dieses Arbeitstier ist, das er immer schon war, oder zumindest denkt er darüber nach, da etwas zu ändern. Er beginnt mehr und mehr seine Träume zu verwirklichen. Davon wird er dich auch in Kenntnis setzen. Ja, jetzt liegt da noch die Karte falsch. Ich glaube, ne, dass all das, was ihn hat schwächeln lassen im Leben, dass all das, was sich nicht gut angefühlt hat, ja, dass er anfängt, das wirklich auszusortieren. Also die Karte, die liegt ja eigentlich schon, ne? Wirklich könnte hier praktisch schon fast rausfallen, denn er ist gereift. Und hat angefangen, die Grübeleien und Sorgen hinter sich zu lassen, weil er gemerkt hat, es ist verschwendete Energie, das führt zu nichts. Dadurch zieht er im Prinzip die Fülle an und denkt halt eben auch über ein Treffen, eine Begegnung mit dir nach. Im Prinzip, ne, ähnlich, anders, aber ähnlich. Gut, was beschreibt ihn noch? Wo steht er denn heute? Nee. Dankeschön. Wo sind wir denn? Chaos und Konflikt. Ja, das passt gut zu ihm. Chaos und Konflikt. Ist er jetzt eine Giraffe? Ist er ein Zebra? Was ist er denn jetzt? Ist er jetzt einsam? Braucht er seine Einsamkeit? Ist er jetzt unabhängig oder ist er es dann doch nicht? Schwelgt er vor Liebe oder ist er gerade wieder abweisend? Also, ne, er hat noch so ein klein bisschen Durcheinander in seinem Leben. Ich muss das mal so halten.
Aber ne, diese Karte sagt im Grunde, dass er aufgefordert ist, da Ordnung in sein Leben zu bringen. Tut er, ne? Das Falsche wird rausgekickt, hier findet eine Veränderung statt. Er versucht immer mehr, seine Träume zu verwirklichen. Vor allen Dingen kommt er auf Herzebene mehr und mehr bei sich an. Finde, das ist vielversprechend. So. Nee, die. Was beschreibt die noch, Spirit? Was beschreibt den Seelenpartner heute? Die Natur ruft nach dir. Sie will dich mit ihrer Heilkraft berühren, erfüllen und behüten. Ja, vielleicht sollte er wirklich mal ein bisschen das Näschen nach draußen halten. Also nicht nur aus dem Fenster halten, sondern einfach sich und seinen Body mal nach draußen bewegen. Vielleicht hat er viel zu lange vor seinem Computer gesessen oder viel zu lange irgendwo in der Ecke und gegrübelt. Und vielleicht wird es ihm ganz gut tun, ja, sich mal die Wanderschuhe anzuziehen und ein Rundchen zu laufen. Wer von den Engeln und Ahnen ist an seiner Seite? Der Frühling. Habe ich eben was von Frühling gesagt? Ich meine, ich hätte eben was von Frühling gesagt. Sieh deine Samen wachsen. Sieh dein Wachstum. Ne? Also deshalb wäre es vielleicht wirklich gut für ihn, mal nach draußen zu gehen. Die Karte wird auch nicht umsonst gefallen sein. Vielleicht kommt er tatsächlich auf die Idee oder ne, wird irgendwo da inspiriert, mal nach draußen zu gehen, zu gucken, wie die Knospen langsam an den Ästen der Bäume sprießen. Und wie die ersten Blümchen aus dem Boden kommen und so weiter und so fort. Ist allerdings auch in einer gewissen Art und Weise eine Zeitkarte. Ne? Das möchte im Grunde auch mitteilen, dass im Frühling da jetzt wirklich Wachstum in die Sache kommt. Also in diese Geschichte mit euch beiden. Was sagt er dir heute von Herz zu Herz? Ja, er hat es begriffen, das Ganze ist, ne, göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Er sagt dir aber gerade auch, tief im Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Der möchte dich nicht einhängen, weil er weiß einfach, er hängt da noch in seinem Prozess. Und er möchte nicht, dass er derjenige ist, der dich daran hindert, deine Träume zu verwirklichen. Also mach dich nicht abhängig von ihm, geh schön deinen Weg weiter und tu das, was für dich richtig ist. Er sagt aber auch, dass Freundschaft. Was steht da? Pflege die Bande der Freundschaft. Also, wenn er gerade nicht in der Lage ist, dir viel mehr zu geben als Freundschaft, ist das für den Moment auch nicht so schlimm, weil Freundschaft ist die beste Grundlage für eine gute Partnerschaft. Und im Lenormand-Deck lag der Ring zentral. Der denkt da schon sehr drüber nach, aber er möchte halt eben auch um die Ecke kommen als der Mensch, der er ist und nicht als der Mensch, den du erstmal stützen musst. Der möchte nicht bedürftig sein und das hat er auch gar nicht nötig, weil der hat das gleiche Potenzial in sich wie du, mindestens. Okay, wofür geht die Reise hin, Spirit? Im Frühling? Was passiert im Frühling? Worauf darf man sich da einstellen? Ja, das ist so eine Karte, die beschreibt ihn, glaube ich, ganz gut. Schnelligkeit bestimmt dein Leben, komme mehr zur Ruhe. Ne? Wenn man immer rennt und rennt und rennt, ist es schwierig, irgendwelche Prozesse zu bearbeiten. Ab und zu ist auch mal dunkel, das haben wir gestern gesehen. Ne? Deine kurze Tunnelfahrt erwartet dich, das ist aber auch nicht schlimm, weil manchmal muss man tatsächlich mal ordentlich in die Pfütze hüpfen, damit man sich danach auch wieder abduschen kann und, ne? die Reinheit zurückkommt.
Ja, ab und zu muss es einfach mal dunkel sein, damit man auch das Licht wieder mehr schätzen lernt. Dann haben wir hier die Karte Ankunft, Abfahrt. Erst bei sich ankommen, dann abfahren in deine Richtung. Fährt eh auf dich ab. Ja, und die Menschen, die gerade bei dir sind, die sind sehr wichtig für dich, ne? Das Falsche ist rausgekickt, die kann ich wirklich dahinlegen. Die Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie allein bin, ja, aber wählt aus, wer bei ihm sein darf. Und ja, die Menschen, die gerade bei ihm sind, sind sehr wichtig für ihn. Und wenn es eine Seelenpartnerschaft ist und du merkst ihn beständig an deiner Seite sitzen, dann ist es für ihn ganz genauso und dann bist du einer dieser wichtigen Menschen für ihn. Kann man das jetzt hier alles so sehen? Ja, ich hoffe doch. Gut, ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag, Abend, Morgen, wann immer ihr dieses Video findet. Wie gesagt, immer nur eine Momentaufnahme, eine Tendenz. Ihr schaut, ob das für euch irgendwie passend sein kann. Versucht nicht, euch das passend zu machen, weil es ist eine Kollektivlegung. Das kann einfach dann nicht für jeden stimmig sein. Wer es genauer wissen will, darf mich gerne kontaktieren. So wie ich Zeit habe, kann ich auch privat orakeln. Hier und da Infos findet da im Kanalinfo. Wenn man auf meinen Kanal geht, ganz nach rechts, steht da Kanalinfo. Klickt man an, geht bis ganz nach unten, da findet man meine WhatsApp-Nummer. Brauche immer eine kurze Sprachnachricht, bitte keine ewigen Stories, weil wenn jeder 20 Minuten mir was erzählt, dann hat es nichts damit zu tun, dass mich das nicht interessiert. Aber ne, so ein Tag hat 24 Stunden und es gibt halt noch mehr als Orakelstuff. Mir reichen zwei Namen und dann kann ich loslegen. Gut, aber jetzt mache ich was anderes. Bis dann.